ich sag mal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal hier, weil ich jetzt nicht weiß, da ich immer noch an Monolith dran bin, da das immer noch zur Basteltätigkeit gehört, im letzten Video oder in den letzten Videos, ich weiß nicht, wie ich es aufteilen werde, wie lang das Ganze wird, haben wir ja das Diskettenlaufwerk und das ZIP-Diskettenlaufwerk eingebaut, getestet unter Linux, läuft. Und ich habe jetzt noch ein anderes Programm aufgetan. Das ist mir deswegen in Erinnerung gekommen, weil wir hatten ja, also ich hatte letztes Jahr die Videos mit MyLinux, Monkey Linux und Basic Linux gemacht, die ihr ja erst dieses Jahr im September gesehen habt, beziehungsweise, nee, September nicht, da waren die Mailbox-Videos dran im September, das war noch August gewesen, genau, die noch unter Mike's Hobbyzimmer laufen, die ich jetzt noch mit reingequetscht hatte. Und da hatten wir eine Diskette mit dem Programm DOS-EMU, wo ich gesagt habe, oh geil, das müssen wir mal ausprobieren, was ich da nie gemacht habe. So, und da wir jetzt hier in Anführungszeichen ein richtiges Linux haben, beziehungsweise ein modernes Linux, möchte ich diese DOS-EMU-Geschichten ausprobieren. DOS-EMU ist so ähnlich wie die DOS-Box, nur das Paket gab es schon früher und kann aber ein paar Sachen besser als die DOS-Box und mehr. Also wie das Programm DOS-Box, was sie eigentlich für virtuelle, also für DOS-Spiele eigentlich gedacht ist, ist dieses DOS-EMU-Dingen eigentlich ja, für alles geeignet. Hier steht es ja, DOS-EMU is a PC Emulator Application that allows Linux to run a DOS operating system in a virtual x86 Machine. This allows you to run many applications. Also das steht ja da. DOS-EMU ist ein PC-Emulator oder eine PC-Emulator-Anwendung, die Linux erlaubt, ein DOS-System, der DOS-Operating-System, Disk-Operating-System, Operating-System, ne? Also ein DOS in einer virtuellen x86-Maschine laufen zu lassen. Und das erlaubt es dir, viele DOS-Anwendungen laufen zu lassen. Und dann steht ja, das Ding kann Farbtext, Full Keyboard Emulation, hier, die Tastatur wird voll emuliert, via Hotkeys, via Terminal. Dann haben wir Bild in X-Support, IBM-Charakter, dann hier IBM-Charakter-Set, dann hier Grafikfähigkeiten an der Konsole mit den meisten kompatiblen Videokarten, DPMI-Unterstützung, so you can run Doom, yeah! So, dass wir Doom spielen können, dass wir Doom ran können, Doom laufen lassen können, yeah! DOS-EMU, Doom! CD-ROM-Support, built-in IPX, ein Packet-to-Wire Support. Ja! Das ist geil! Eine eingebaute IPX-Unterstützung. Packet-to-Wire Support, also für Netzwerk. De Lelli! Und wisst ihr, was das denn heißt? Doom? Netzwerk? Ah! Geil! Ne, angeblich soll die DOS-Box hier auch IPX-Unterstützung haben. Ich habe das nicht hingekriegt, aber hier das Schöne an dem Programm ist, was es noch kann. Du kannst auch direkt auf die serielle Schnittstelle und parallele Schnittstellen zugreifen, also direkt. Bei DOSBox geht es ja nicht. Und wisst ihr, was das heißt? Der Planer! Drucker! Und das Schöne ist natürlich dann, da ich hier OBS habe, dann können wir ein Planer-Let's Play machen. Unter Linux! DOS-Emulation mit dem Drucker. Ja. Mit dem Style C24. 200 Color. Damit er auch mal wieder eingesetzt wird. Dafür ist er angeschafft worden. Für den Planer. Huhu. Ja. Mama. Komm zum Papa. Hätte ich jetzt fast gesagt. Geilomat. Geilomat. So, 12 Minuten habe ich noch. Da muss ich den Akku wieder aufladen. Ich habe den kleinen Akku dran, den benutze ich hier nur für interne Aufnahmen.
Wenn ich unterwegs bin, nehme ich den großen Akku von der Kamera mit. Das ist die Panasonic. Hallo Fliege, willst du mitmachen? Was haben wir denn hier an Panasonic? Das kann ich gerade nicht sehen, weil das Display ist umgeklappt. Die Panasonic HDC SD66 mit Full HD. Jetzt hast du was gesagt. So. Aber wie gesagt, Doom. Monolith? Doom? Ja, nee, eigentlich habe ich das Emo eigentlich auch gefunden. Wie gesagt, ich wollte es ausprobieren und das wäre geil. Es leider ist dieses DOS-Emu nicht unter Bastard drin, dafür noch unter Stretch. Und man kann sich zum Glück die älteren Pakete noch holen, die alten Depp-Pakete von der Debian Homepage. Und ich habe gelesen, jemand hat das auch gemacht, weil er hat umgerüstet was war das letzte Stretch, glaube ich, gewesen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auf Bastard und plötzlich war dann ja, war kein DOS irgendwo mit drin und er braucht das für diverse Sachen, die er unter DOS macht. Und er hat es dann sich runtergeladen. Er musste auch den Rechner neu aufsetzen davon ab, weil beim Update ist einiges nicht mitgekommen. Weil er auch dann irgendwie von der 32-Bit-Version auf der 64-Bit-Version von Debian gewechselt ist und so weiter und so fort. Ja, und da war... Ja, Monolith, ist ja in Ordnung. Weil hier das Ding, dieses hier, geht ab und zu mal von alleine zu. Weiß ich noch nicht. Ich glaube, hier Baloo ist wieder am Amok laufen. Den muss ich mal abschalten. Und halt jetzt von der 32-Bit auf 64-Bit-Version gewechselt von Debian. Und unter Bastard war DOS irgendwo nicht drin. Und er hat es aber dann ausprobiert. Er hat ein älteres Paket eingeladen und da gibt es keine Schwierigkeiten. Da werden keine Abhängigkeiten nicht erfüllt. Also geht unter Bastard. Deswegen habe ich das jetzt runtergezogen und werde das mal auf Monolith installieren. Aber ich werde auch die zweite Bastelkiste jetzt wieder in Betrieb nehmen, weil wegen ich mache mir gerade so viel am Digitalisierungsrechner und er soll ja eigentlich zum Digitalisieren da sein. Und ich habe jetzt Angst, dass ich mir irgendwas hier mit der Version zerschieße mit Linux. So, das zum Thema DOS-EMU. Das ist jetzt sozusagen das Vorwort hier mit ein paar Minuten. Ich glaube 7 Minuten jetzt. Ich erzähle wieder, mal gucken, was ich da rausschneide. Wahrscheinlich nichts, wie ich mich kenne. Oh, ja, das liebt ihr doch so sehr. Deswegen, das ist erstmal das trockene Vorwort, wie immer. Und dann gibt es einen zweiten Teil zu. Weil ich habe mir jetzt überlegt, die werden immer so lang, teilweise die Dinger bei mir. Und dann quatsche ich immer so viel. Dann ist das Quatschen immer etwas länger. Und dann aber das Praktische wieder ein bisschen kürzer. Wie in der Schule damals. Wie schon gesagt, wo der Lehrer dann mit euch die ersten Stunden dann den trockenen IT oder damals was noch Informatikunterricht gemacht hat. Damals hieß es noch Informatik. Wie heißt es denn heute in der Schule? Auch eine Informatik oder mittlerweile IT? Irgendwas mit IT, keine Ahnung. Und dann ging es erst los. Ja, ich könnte mal wieder was auspacken, so nach dem Motto, Mike erzählt vom Krieg. Wie es damals bei mir wieder war. Informatikunterricht, so, wann hatten wir den denn gehabt? Ich weiß, Gesamtschule, bin mir jetzt aber nicht sicher, welche Schuljahr das war. War das noch fünftes oder war das schon sechstes? Ich habe keine Ahnung. Ich meine 89. 88, 89, so der Schnitt, so. Jo, dann würde ich sagen, ich versuche jetzt künstlich auf 10 Minuten zu strecken. Ja, ich weiß. Okay. Dann sage ich mal, wir sehen uns nächstes Video wieder. Nächster Teil 2. DOS-EMU. Wenn ihr Pech habt, habe ich das schon installiert ohne euch. Wenn ihr Glück habt, mache ich das mit euch. Aber ich denke mal, ich werde mir jetzt doch die Bastelkiste hochholen. Und werde das dann da versuchen. Obwohl ich ja eigentlich auch... deswegen hier, ich mache hier doch ein DOS irgendwo drauf erstmal. Aber die Bastelkiste kommt auch noch dran, dann machen wir nämlich da ein bisschen weiter. Wir testen jetzt hier ein bisschen, weil die Bastelkiste, wie gesagt, der Rechner, da wo auch der Wii-Controller drin ist, ist wie gesagt zum Basteln. So, jetzt sind 10 Minuten voll, dann sagen wir danke fürs Zugucken und wir sehen uns in Teil 2 wieder. Tschüssi!